Was geht ab, meine lieben Freunde, auf für die Game hier mit einem Video, How to Skill Your Pro. Wir haben endlich den Punkt erreicht, wo wir die 100 Skillpunkte zur Verfügung haben. Das heißt, wir sind an Max Level, wir haben alle Perks freigeschalten. Wir haben den Zeitpunkt natürlich ein bisschen eher schon erreicht, aber jetzt erst die Zeit dafür, das Video fertig zu machen. Und jetzt wollen wir einfach die Max Level Builds für die jeweiligen Positionen rausgeben, nach unserer Empfehlung. Und beim letzten Mal haben wir von unten angefangen mit dem Torwart. Sind dann so langsam bis zum Zom hoch. Dann hat EA dieses neue Punktesystem festgelegt, weswegen die anderen Videos schon fast umsonst waren. Aber deswegen, die haben jetzt einfach als Mid-Game-Builds hingestellt, dass man quasi Step by Step sich hochleveln könnte. Aber wir wollen heute hier zu den Max-Level-Builds, den finalen, ja, rauskommen, so wie wir sie halt in Empfehlung spielen würden. Ich für meinen Teil spiele einen Stürmer aktuell 1,62, 54 Kilo, das heißt geringstes Gewicht, geringste Größe, Max on Pace natürlich. Mit denen komme ich sehr gut klar. Deswegen gehen wir hier die einzelnen Positionen mal durch. Fangen wir von hinten an, Pace, das ist klar 97, 97. Der ST ist wohl auch der mit der höchsten Variante, oder mit den höchsten Stats dafür. Passt bitte auf, steht nicht auf MS oder LS oder RS, oder bei manchen ist der Trugschluss. Der MS hat minus 4 bei beiden, das heißt, ihr habt 93 Beschleunigung, 93 Geschwindigkeit. Ja, der MS hat dafür einen Punkt mehr Abschluss, ein bisschen mehr Schusskraft. Ja, da glaube ich ein bisschen mehr Dribbling dabei, aber das sind immer so ein, zwei Punkte. So, das wird es am Ende nicht fett machen. Aber diese plus 4 Beschleunigung, plus 4 Tempo, die wird, glaube ich, nochmal den kleinen minimalen Unterschied machen. Deswegen geht die Empfehlung hier klar für einen ST raus und nicht für einen MS, wenn ihr wirklich in der Sturmspitze vorne spielen wollt. Gehen wir zum Schießen rüber. Hier haben wir uns logischerweise unten für den Finisher Archetype entschieden, weil wir wollen natürlich auch gute Stats haben für unseren Abschluss. 97, da müssen wir wirklich sehr, sehr gut. 78 Schusskraft darf man nicht unterschätzen. Die haben ordentlich Gewalt dahinter. Genauso auch wie die 92 Longshots. Wir haben dazu auf den Nebenbaum auch die Longshots hier noch mit geskillt. Das heißt, die geben uns hier an der Zahl auch nochmal Schusskraft, was immer sehr viel sehr wichtig ist. Die Longshots sind jetzt eher weniger wichtig, aber mein Gott, die gibt es als Goodie halt einfach mit dazu. Ja, deswegen nehmen wir die mit. Und die Empfehlung von unserer Seite geht raus, auch mindestens mit 4 Sterne schwacher Fuß zu spielen, wenn nicht sogar mit 5 Sterne. Aber ich für meinen Teil, weil dieser Baum hier einfach zu kostbar ist, der kostet einfach mal 11 Punkte. Und das ist mir too much, um diese 15 Sterne unbedingt zu haben. Deswegen, ich gehe auf jeden Fall aber bei 4 mit. Die sind schon gut, dass man auch mal mit dem Schwachen abziehen kann, ohne dass das Ding direkt in die Eckfahne geht. Deswegen, das wäre unsere Empfehlung für den Schießen. Für die Schießenabteilung. Dann gehen wir passen rein, da haben wir keine Punkte übrig gehabt, die lassen wir auch so. Der kurze Pass ist halbwegs okay für den kurzen Chip mit Y. Die Werte ist vielleicht nicht perfekt, aber ich sag mal notgedrungen, kommen die auch schon an, wenn man sie gut spielt mit so einer guten Kontrolle. Aber dafür reichen dann irgendwo die Punkte aus, nicht mehr aus. Tripling, da ist auch ziemlich viel drin, das bin aber jetzt einfach auch ich mit meinem Stil. Ich bin halt ja sehr schnell und wild am linken Stick unterwegs. Ich brauche auf jeden Fall auch die 5 Sterne Tricks, das ist halt einfach mein Spielstil. Deswegen maximale Beweglichkeit ist für mich einfach dann ein Muss. Ich will, dass er bei der linken Stick Bewegung direkt was macht und nicht immer verzögert. Da brauche ich den höchsten Stat, den ich da kriegen kann, und da liegt ja bei 95. 5 Sterne Tricks, wie schon eben gesagt, und wir konnten hier auch den Maestro Archetype mitnehmen, der uns ja einfach nochmal ein gutes Plus an Ballkontrolle und Dribbling gibt. Das ist, wie gesagt, der ganz flinke Stelle Flitzer, sage ich mal so, als Stürmer, der aber, wie gesagt, trotzdem einen sehr guten Abschlusswert hat und immerhin noch 4 Sterne und schwachen Fuß hat. Und das ist eigentlich so kompakt gesehen, eigentlich wirklich eine sehr schöne Verteilung, wie ihr euren Stürmer spielen könnt. Jetzt kann man natürlich auch nur sagen, okay, ich gehe vielleicht von der Beweglichkeit weg, ich bin mir der eh nur gerade auslaufen wird. Klar, dann kann ich gucken, ich nehme mir vielleicht noch die Schusskraft mit, ich kann gucken, ich gehe vielleicht wirklich auf den fünften Fuß runter, dann würde ich aber dann lieber vielleicht über den Baum hier gehen. Klar, der Baum hier gibt auch ein bisschen, kurz gucken, plus 3 Schusskraft und Freistoßpräzision, aber wie oft tut der Stürmer den Freistoß schießen? Dann vielleicht lieber den Baum wählen, der gibt nochmal ein bisschen Elfmeter mit dazu. Kann auch manchmal in engen Spielen, in K.O.-Phasen, den entscheidenden Touch geben für den schön platzierten ja, Elfmeterschuss. So, deswegen, das unsere Empfehlung dazu. Wir kommen dadurch ein Rating von 87. Klar, wir könnt hier auch einen 89er reinbauen. Ich glaube, wenn ich sogar mit viel stärker und größer reingehe, geht es aber auch 90. Aber ja, zu welchem Preis? Man muss halt damit auch spielen wollen und können.
Das, wie gesagt, ist der kleine Flitzer. Kommen wir noch kurz zu den Perks, die ich dabei habe. Ein Muss eigentlich für fast jeden Bild, muss ich mittlerweile sagen. Außer vielleicht die IVs, aber ansonsten alles auf dem Feld ist einfach zweite Luft. Die zweite Luft, ja, basiert jetzt sehr gut. Also es geht im Endeffekt um die Base-Ausdauer-Stat, der dahinter steht. Und der wird halt um die letzten 15 Minuten nochmal um, ich glaube 15 oder 20%, was es sind, nochmal gepusht. Aber das gibt euch wirklich nochmal einen kleinen Futterhit immer raus. Dann habe ich auf jeden Fall den Direktschuss dabei. Weil das einfach als Stürmer sehr oft der Fall ist. Es kommen Querleger, es werden Flanken reingeschlagen oder Doppel-X-Bälle, die sehr straff kommen oder einfach nur, wenn es der Doppelpass mit dem Sturmpartner ist. Aber ihr wolltet das einfach abrufen bei dem Direktschuss. Deswegen Direktschuss mitnehmen. Hier seht ihr auch selber in der Beschreibung nochmal drinne. Das heißt, es verbessert meine allgemeinen Abschlussfähigkeiten. Das heißt, wir haben dann hier wirklich eigentlich so gut wie die 100 voll. Es werden die Kopfbälle nochmal ein bisschen gepusht. Ich bekomme auch die Effet-Eigenschaft dabei. Ich bekomme die Flair-Eigenschaft dabei. Außenriss, Power-Kopfball. Und mein schwacher Fuß wird auch nochmal verbessert, der eh schon auf 4 Sterne ist. Na, verbessert, setzt bitte hier nicht gleich mit, ich habe 5 Sterne. Das ist Schwachsinn. Und denkt bitte auch nicht, dass wenn ihr hier so einen Pass-Trade nutzt, der euch auf A-Pässe, das ist nämlich alles, was kurze und lange Pässe, das heißt A, RBA, Doppel-A, was auch immer, LBA, dieser, wo direkt in den Doppelpasslauf geht. Das ist alles A. Und ja, da habt ihr 5 Sterne. Aber auch nur da. Ihr habt das auch nicht bei Y, weil dafür bräuchtet ihr diesen Perk zusätzlich. Für die Schüsse allgemein muss man wirklich sagen, gibt es das nicht mit 5 Sterne schwachem Fuß permanent, außer für hier diesen Distanzschuss. Da ja, da bin ich bei euch, aber für diesen Direktschuss in der Box im 16er wird es gibt es diese Funktion nicht. Deswegen hier nochmal, es wird der schwache Fuß verbessert. Es gibt da leider keinen offiziellen Wert, kriegen wir einfach nur einen Stern mehr, dass wir dann wirklich mit den 4, die wir haben, schon 5 hätten. Oder wird das einfach nur der Abschlusswert, der mit dem schwachen Fuß ja automatisch prozentual ein bisschen gesenkt wird, einfach hier nochmal minimal wird er verbessert. Na, dazu gibt es noch nichts Offizielles. Aber ich fühle mich gut mit diesen 3 Perks. Wie gesagt, ich will viel laufen können, deswegen auch hinten raus ein bisschen Luft haben, den Direktschuss. Und für mich halt persönlich wichtig ist der Dribbeltalent. Weil, wie gesagt, ich brauche den Ball eng am Fuß, ich will schnelle Dribblings machen, ich will schnell in die Animation reinkommen, deswegen hohe Beweglichkeit, 5 Sterne Tricks für mich Pflicht. Auch der Maestro-Type, der mir nochmal Ballkontrolle und Dribbling nach oben pusht. Und das wäre dann so mein finales Bild, wie ich im Sturm den aktuell dann spiele und der mir so auf jeden Fall am besten taugt. Alles klar. Das, wie gesagt, war Stürmer. Wir machen jetzt runtergebrochen dann logischerweise weiter mit dem Zom. Dann werden wir die Arms ein bisschen reinnehmen. Da müssen wir wirklich auch wirklich ja, unterscheiden zwischen rein Winger oder sind es nur LZM, RZMs, weil da muss man halt wirklich unterschiedliche Positionen spielen. Wir gehen auch auf den ZDN nochmal kurz ein. Der war eigentlich schon gut mit 65 Skillpunkten. Klar, jetzt haben wir mehr zur Verfügung. Wir können halt noch ein bisschen mehr Stärke reinziehen, ein bisschen mehr Bewegungszeit. Aber wie gesagt, das werden wir näher beleuchten in den einzelnen Videos. Das war jetzt der Stürmer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ja, gern in die Kommentare, falls ihr Fragen habt, falls ihr was anderes seht. Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern für den nächsten Bild, dann können wir auch andere Sachen vorziehen. Das sind mir ganz auf euch angewiesen. Deswegen haut's rein, lasst euch gut gehen und ciao.